Präsident, lieber Kollege Brauner, jetzt haben Sie exakt das gemacht, was ich in meiner Rede vorhin gesagt habe, das Volksbegehren abwehren, kleinreden, schlechtreden, sozusagen mit horrenden Kosten drohen, Ängste schüren und so weiter. Genau das haben Sie getan, und zwar weitgehend frei von seriösen Begründungen. Ich habe mich aber wegen einem anderen Punkt gemeldet. Ich wollte Ihnen nur sozusagen, um Ihre historischen Kenntnisse aufzufrischen, mitteilen, dass die Neubauförderung eingestellt worden ist im Jahr 1998. Da wissen Sie möglicherweise, dass da eine große Koalition unter Führung der CDU regiert hat. Dann wollte ich Ihnen noch mitteilen, dass es seinerzeit zu dem GSW-Verkauf, der in meiner Fraktion sozusagen mit großen Schmerzen und heute auch großer Kritik diskutiert worden ist, es eine große Zustimmung seitens CDU und damals noch vorhandener FDP gab. Das war 2004, vielleicht können Sie das mal googeln. Und das Letzte, was ich hier noch feststellen will, was mich überrascht, ist die historische Kontinuität, dass bei allem, was gut läuft und auch bei allem, was schief läuft, die SPD offensichtlich nie dabei gewesen ist. Vielen Dank. Herr Kollege Brauner, bitte schön. So. Werte Frau Lompscher, ich glaube, ich habe eine ganze Reihe von Fakten beigetragen, und leider reichen manchmal 10 Minuten nicht. Wir können das aber gerne noch mal gesondert vertiefen. Thema Neubauförderung. In der Tat, 1998 wurde die Neubauförderung eingestellt. Da hatten wir in Berlin aber auch Wohnungsleerstand. Die Anschlussförderung, die Kündigung der Anschlussförderung und damit das Schicksal von Fanny Hensel-Kiez und ähnlichen Bereichen, da haben Sie aktiv mitgewirkt. Und heute holen Sie die Krokodils denen nach. Das können Sie nicht rausreden. Und unser Koalitionspartner, der hat zumindest eines getan. Er hat gemeinsam mit uns 2011 die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, wir reparieren, wir kümmern uns um Wohnungsneubau und wir machen gemeinsam zusammen mit Politik für die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt. Das ist das Ergebnis und der Unterschied zu Ihnen. Und Sie haben beim GSW-Verkauf zugestimmt. Klar, dass unser Koalitionspartner, aber wir haben gemeinsam mit unserem Koalitionspartner jetzt auch verabredet, dass Wohnungen wieder dazugekauft werden. Und es passiert. Da haben Sie nicht mitgetan. Stattdessen schimpfen Sie rum. Sie könnten ja auch beim Haushalt sagen, wunderbar, der Wohnungsbauförderfonds ist da und wird umgesetzt. Stattdessen diskutieren Sie. Ich kann das irgendwie nicht erkennen, dass Sie da einen Lernprozess durchgemacht haben. Unser Koalitionspartner schon. Und wir haben berechenbar Politik für die Mieterinnen und Mieter getan. Ich denke, das sollten Sie auch mal schauen und nicht einfach hier Geschichtslitterung betreiben.